Hi Leute, ich bin's wieder, euer Bicycle-LP. Herzlich willkommen zurück nach langer, langer Zeit zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr schon im Thumbnail gesehen habt, gibt's heute die Melmetal GX Kollektion. Die hat mir nämlich mein Bruder gekauft. Erstmal vielen Dank dafür. Und ja, wie gesagt, hier haben wir einmal das Meltan, das neueste Pokémon, was. Okay, nee, nicht mehr das neueste. Es wurden ja die drei neuen Starter von Pokémon Schild und Schwert veröffentlicht. Aber hier haben wir das fast neueste Meltan und Melmetal GX. Das ist das erste Mal, dass es von den Pokémon eine Karte gibt. Dann haben wir noch die Melmetal GX in Jumbo-Größe. Da haben wir noch vier Booster. Dann zeige ich euch mal hier die Rückseite. Neu und im Kampf gestählt. Ihr könnt jetzt mal pausieren, wenn ihr das alles lesen wollt. Aber ich will jetzt hier nichts lesen. Ich möchte die Box aufmachen. Deswegen seid ihr bestimmt auch hier. Erstmal kommt die Plastikverpackung weg. Ich weiß gar nicht, wie lange die Box schon im Markt erhältlich ist. Und das Coole ist auch, dazu gab es ja auch noch eine Promokarte. Das Suicune von mit legendären Pokémon. Ein sehr schönes Artwork, ich hoffe es fokussiert und die Sonne blendet nicht. Das ist aus dem Set Lost Thunder. So, dann holen wir das alles mal raus. Hier haben wir schon mal die erste Karte. Hier die zweite, das Plastik schmeiße ich mal an die Seite. So, erstmal eine Hülle für das Meltan. Das ist ein sehr schönes Artwork. Hat hier diese Holo-Foil-Pattern. Promokarte 177, SM177, 60 KP. Ja. Dann haben wir hier noch das Haupt-Pokémon dieser Box, Melmetal GX. Die Weiterentwicklung von Meltan, 220 KP. Ja, SM178, das ist die Promo. Dann haben wir hier noch die Booster natürlich. Die Codekarte für das Ganze. Hier haben wir jetzt nochmal die Jumbo-Karte. Die stellen wir mal nach hier hinten in den Hintergrund, in den Background. Und wir haben einmal Booster Stunde der Wächter, SM02, Sturm am Firmament und Teams sind drum. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Ältesten. Sonne, Mond, Stunde der Wächter. Mal schauen, was uns diese vier Booster für Karten bringen. Hier die Codekarte. So, ich weiß gar nicht mehr. Drei oder vier. Ja, machen wir die ersten drei, mal gucken, ob es klappt. Ne, falsch. Egal. Wir haben hier einmal das Mondscheinpodium, ein Machoke, ein Skorgro, ein Iguana, ein Tentacha, ein Verlosi, ein Alola Sandan, ein Waumboll. Unsere Reverse ist ein Schnäppke, das ist eine Kamen. Die Rare ist ein Holo-Viscogon, also schon mal ein Holo-Pull. Dann waren das die ersten vier nach vorne, glaube ich. Code wieder an die Seite. Versuchen wir es mal mit den ersten vier. Mal gucken, ob das besser klappt. So, ich weiß gar nicht mehr, was es hier alles am Sturm und im Firmament alles gab. Ich glaube, bei Quasar. So, wir haben eine Metallenergie, ein Blanas, ein Freundesball, ein Sonderbonbon, Hypdropi, ein süßes Flemmi, ein Flurme, sehr schönes Artwork, ein Tuska, Liebeskuss, unsere Verse ist ein Koryogel in Ankommen und die Rare ist, ui, Logok GX in Full Art. Sehr nice, also schon mal ein klasse Pull. Zwar leider ein bisschen off-center, was man hier sehen kann, hier am Rand. Aber das macht ja nichts. Full Art ist Full Art. So, jetzt kommen die zwei Teams, sind Trumpf-Booster und ich hatte davon bis jetzt, glaube ich, 6-7 Booster erst geöffnet. Ich habe noch keine einzige seltene Karte davon. Aber das kann sich ja jetzt ändern. So, die vier kommen wieder nach vorne. Und dann haben wir hier einmal das neue Artwork von dem Set. Die Energie, die Stahlenergie, den Vertania-Wald, Tendoxa, Supporter hin und her, ein Carpado, ein Pfiffien, ein Alola Kleinstein, Bronzel, ein Dratini. Unsere Reverse ist das Ankommen Nidorina und die Rare ist ein Holo Amoroso.
eine nicht schlechte Box. Also zwei Holos und schon eine Full Art. Kann man nicht meckern. Es könnte auch besser sein, aber es könnte auch definitiv schlechter sein. Davon mal abgesehen. So, letztes Booster. Mal schauen. Ich habe noch keine Tech-Team-GX. Das wäre richtig geil, wenn wir jetzt eine ziehen würden. Wir starten mit einer Feenenergie. Einmal die Wasserdisk, ein Enteron. Journée als Supporter. Slimer. Ein Taubsi. Ein Dratini. Gladiantri. Alola Slimer. Unsere Reverse ist Cosmog, eine Common. Und die Rare ist ein Panthimos Non-Hodo Rare. Und ja, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch einen Daumen da, ein Abo. Ich würde mich sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.